2-3 Euro jemandem so abgezogen wird und so, kann es sein, dass du abgestochen wirst hier. Und dann hat die eine Prostituierte umgebracht, ist runter mit zwei Messern in der Hand. Und so Polizei, Waffe runter, haben den über den Haufen geschossen. Ich liebe gute Musik, ich liebe hübsche Frauen. Geile Szene. Hallo Leute, willkommen zum Club Volume 2. Heute sind wir wieder hier am Bahnhof. Heute ist natürlich viel belebter Samstagnacht. Wir haben schon 12:30. Wir zeigen euch einen kleinen Ausschnitt vom Club. Ich zeige euch aber trotzdem noch mal ein paar Sachen, wo ich selber hingehe, zu Freunden besuchen. Vielleicht in die Disco mal gucken, wo wir lang gehen. Auf geht's. Team Eckerling. Das ist der beste Chef in ganz Frankfurt, glaube ich. Wir lieben dich, ganz einfach. Wir gehen gleich mal rüber zu meinen Kollegen und schauen mal, was da abgeht. Ich will, ja? Nein, ich gehe nur kurz zu machen. Ja. Du bist auf Sendung, ne? Echt? Ja, hier. Respekt. Was ist gut, du? Ja, und bei dir? Schlange anstehen, ne, heute. Hier. Nach mir. Max, erzähl mal, wie sieht so dein Alltag hier im Geschäftsleben aus, im Nachtleben? Was machst du so? Erzähl mal. Ich liebe gute Musik, ich liebe hübsche Frauen. Ist ja auch gut aussehen, der Kerl. Seit er die Haare gemacht hat, verstehst du? Sieht er ja gut aus. Er ist ja der Nächste, er ist als Nächstes dran, weil da oben ist er auch schon Hopfen und Malz verloren. Denkst du, deine Mitarbeiter denken, du bist ein guter Chef? Ist Max ein guter Chef? Ja, super, total. Sag mal ehrlich. Bin ich ein guter Chef? Sag mal bitte was. Der Beste. Ich darf trinken, ich darf alles machen, was ich will. Was darfst du noch? Wie im Paradies, nur ficken darf ich nicht bei dir. Schick mal die Nächsten her, die Ola, die Amira, schick mal die Amira her. Nein, wir wollen doch gar nicht mehr hören, die hat doch jetzt schon genug gesagt. Doch. Ja, ich wollte dir einfach mal schöne Frauen hierher zeigen, ansonsten bist du nur mit Stefan hier auf der Kamera zu sehen. Kann man sagen, dass ihr beide denselben Beruf habt? Nee. Nee, ist ein bisschen. Ich meine, hier, siehst du ja, ist ja, hier kommen ja, wie soll ich sagen, gute Leute. Bei uns hier kommen auch gute Leute, aber das ist schon was anderes hier. Das geht hier auf jeden Fall. Jetzt so zu meiner aktiven Zeit als Kämpfer ist es schon ein bisschen schwer nachzuarbeiten. Ich habe jetzt 4 Wochen oder keine Ahnung wie lange durchgearbeitet. Das ist schon sehr, sehr schwer, so, weißt du? Ist ja klar, ist ja auch ein Teil von mir. Nach der Karriere werde ich das auch sowieso weiterführen, auf jeden Fall. Was sind deine Beobachtungen hier? Wie lange kennst du schon diese Straße? Ich kenne die Straße seit 2005. Seit 2005 fahre ich ja Taxi. Und was sind so deine Eindrücke? Ja, ich finde alles in Ordnung hier. Außer die Junkies natürlich. Die sind mehr geworden. Naja, die Verkäufer sind, also Dealer sind auch viel geworden. Mehr geworden. Ich habe viele auch im Gefängnis gesehen. Ich war auch selber im Gefängnis. Die sind schneller draußen als wir. Ich finde, Deutschland ist schön. Außer Bahnhofsviertel. Außer Bahnhofsviertel. Wo wollt ihr feiern gehen? Wir wollten eigentlich in eine Bar. Und dann habt ihr euch hier in diesem Viertel verirrt? Ja, leider. Ungefähr, ja. Warum leider? Ja, weil es hier schon ziemlich rund geht. So. Ist schon gruselig. Also, man fühlt sich auf jeden Fall nicht wohl. Was habt ihr schon alles hier beobachten können? Alles, was man sich vorstellt. Nennt mir 3 Sachen spezifisch. Drogenabhängige, Prostituierte, Obdachlose. Das sind die 3 Sachen. Okay. Teil. Geil, Mann. Geile Szene. Jetzt zeig ich dir einen Move, okay? Zeig dir einen Move, okay? Zeig mal den Move. Und der ist echt gewachsen. In 2 Jahren Haft. 2 Jahren Haft. Guck hier. Guck hier. 2 Jahren Haft. Gefällt mir. Geil. Hammer Haare, Digga. Ja. Wie war die Zeit im Gefängnis für dich? Das, was ich Buße getan habe, war 4 Jahre BDMG und 7 Jahre Hardcore Beschaffungskriminalität wegen Kokain. Habe ich zu Leide getragen, waren 11 Jahre und die anderen 3 Jahre waren für nichts. Bist du froh, wieder draußen zu sein? Knast kann eine Stütze sein, kann eine Hilfe sein, wenn der Mensch nicht ein Mann ist. Aber wenn der Mensch ein Mann ist, greift er dazu. Aber jeder Tag verlorene Haftzeit in der Gitter, wo die Freiheit dem Mensch genommen wird, Freiheitsentzug, ist ein schlimmer Zeitpunkt. Frankfurt wird nie wieder blühen wie damals. Ob es Fußball ist,
ob es die Rocker und Säte sind, ob die Hütchenspieler sind, ob die Pubs sind, ob die Kneipen sind oder ob die Menschen hier auf die Straße feiern. Hast du noch positive Abschlussworte? Ja, meine Familie, wo ich über alles liebe. Bist du online? Bist du online? Ja. Zwei Tage werde ich genau 43 mit Robert De Niro am 17.8. Ich bin hier geboren, 36, und seit 4 Wochen bin ich aber hier stecken geblieben. Ich bin schon mein halbes Leben lang allein schon nur auf Heroin, direkt mit 18 auf der Spritze gelandet und so. Nicht durchgängig, etliche Entgiftung gemacht, 3 Therapien, alles Mögliche versucht und so weiter, Knast und so weiter, alles hat nichts gebracht. Am Ende bin ich jetzt hier gelandet. Seit 3 Wochen bin ich auch mehr sozusagen obdachlos und es ist nicht so schön. Man hat niemals richtig gelernt, mit Gefühlen umzugehen und es geht sehr viel um Gefühle. Das ist bei mir auch ganz früh angefangen mit 14 mit THC, mit der Kifferei, so ganz typische Suchtkarriere und so weiter. Dass es das komplett so chaotisch ist. Entgiftung, da bin ich clean und so weiter und so und dann, es geht immer wieder schief. Es geht nicht ohne, es geht nicht mit. In erster Linie bin ich das selber, weil das Umfeld, das wähle ich mir selber aus und so. Aber man braucht auf jeden Fall ein starkes Umfeld, um es zu schaffen. Alleine schafft es keiner. Was ist erschreckend, was du hier an diesem Viertel beobachtet hast? Boah, ja, das ist, kann ich dir direkt sagen, das ist wegen nichts und wieder nichts. Wenn wegen 2-3 Euro jemand so abgezogen wird und so, kann es sein, dass du abgestochen wirst hier. Genau hier war es gewesen und so alles abgesperrt und so. Ich bin von da hinten lang gekommen, ich wollte da hinten gucken, was weiß ich, irgendwas holen. Gell? War hier alles abgesperrt, so wie CSI Miami-mäßig und so weiter hier. Spurensicherung und so weiter gewesen, alles abgesperrt. Da ist hier Somali hier gewesen, ein Mann, und hat hier eine Prostituierte umgebracht, ist runter mit 2 Messern in der Hand. Und so Polizei, Waffe runter, haben den über den Haufen geschossen. Und hier um die Ecke weiß es keiner, was passiert ist. Hast du manchmal Angst, hier unterwegs zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier jeden Tag Angst. Aber das habe ich mir auch selber so ein bisschen eingebrockt. Was gibt es für Möglichkeiten noch für dich? Es gibt viele, viele. Für mich ist es noch so gut wie das ganze Leben. Das ganze Leben steht für mich noch offen. Ich habe auch Dings, Sucht ist so wie so ambivalent. Man will gleichzeitig konsumieren, man will gleichzeitig davon weg und so weiter, aber ich habe gar keine Lust, ich will gerade konsumieren auch. Also zu jeglichen Sinnlosigkeit, zu jeglicher Unnötigkeit bin ich jetzt obendrauf noch auf Stein, auf Crack gekommen. Heroin ist meine Hauptdroge, das mache ich schon so 19 Jahre und jetzt noch seit 7 oder 8 Monaten jeden Tag. Hast du abschließende Worte an alle Zuschauer? Wirklich von hier fernbleiben. Gar nicht erst hierher kommen, das ist echt, das meine ich echt bei meinem Leben ernst. Kopf hoch auf jeden Fall, an alle Süchtigen nicht aufgeben. Viele Jahre schon im Knast, ja. Und ich habe 2 Langzeittherapien gemacht. Großteil meines Alltags verbringe ich damit, Geld zu machen. Muss ich jetzt sagen, wie? Nee, oder? Und ich denke halt sehr viel an meinen Sohn. Der ist jetzt 13 Jahre alt, lebt hier in Frankfurt bei einer Pflegefamilie. Und ja, ich habe ihn halt seit 8 Jahren nicht gesehen. Ne? Ich glaube, ich würde sogar auf der Straße an ihm vorbeilaufen. Adrian, wenn du das siehst, ich bin dein Papa. Ich liebe dich über alles. Und wenn du möchtest, ich bin immer für dich da. Aber momentan denke ich, würde mir der Knast helfen. Bin ich mir sicher. Warum? Therapie oder Entgiftung. Habe ich alles schon x-mal durch, ja, und das finde ich kein Weg. Die alten Leute wieder getroffen, habe mich wieder heiß labern lassen. Und dann hat es 3-4 Tage gedauert und ging es wieder von vorne los. Lebt nicht so, wie ich lebe. Mehr kann ich nicht sagen. Wohin fahren wir jetzt? Was steht uns heute noch an? Jetzt gehen wir hier einen Freund besuchen in der Bar. Und dann, ja, ich bleib mal kurz dort und dann muss ich natürlich wieder ins Geschäft. Da sind sie, wir sind überall zu L.A. da. Komm mal du. Ja, du. Hier, guck wie sie rennen. Haben alle was zu verbergen hier. Siehst du, so mache ich die Türen frei in Frankfurt. So mache ich die Türen frei hier. Ja? Guck mal hier, du, das ist der California-Musti. California-Musti, Alter. Ja. Chef, was geht? Hier, wohin, Jungs? Ja? Alles gut. Ach, grüß dich, mein Lieber, du.
Danke. Alles Gute. Jawohl. Den kennt ihr ja schon hier, ne? Den Kollegen hier. Habe ich ja schon berichtet über den hier. Triebtäter da, du. Hier. Was habt ihr denn für Fahrt hier? Ja. Ist schon soweit, ja? Ja. Super. Läuft nichts mehr. Pfand sammeln. Das ist weg, ja. Hier, komm mal her. Komm mal her. Ja, was ist denn? Das ist Nummer 1 Geschäftsmann hier. Ja, Nummer 1. Steuerverhandlung. Ja. Genau auf die Kamera. Schön, dich gesehen. Sag mal hier in die YouTube-Kamera. Hallo, alle. Hört mal zu, ich bin der King. Ich bin der King. Nicht er, ich bin der King. Damit du Bescheid bist, okay. Christian, bester Mann, ich küsse dein Herz. Christian, ich nehme deine Jungs mit rein, gell? Jo, Leute, der angesagteste Club, wo die Leute Shisha rauchen. Genau, am Wochenende. Ja. Ganz, ganz wichtig. Nein, ohne Spaß. Ich gehe hier oft her, um meinen Freund Dennis zu besuchen. Gute Leute hier drinnen, kann ich nur weiterempfehlen. Kommt hierher, auf geht's jetzt. Ja, Leute, wir sind jetzt zum Ende gekommen. Das war Clubvlog Nummer 2. Wie ihr seht, viel mehr los wie mittwochs. Der Samstagabend, da rappelt's hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass wir alle 2 Wochen so einen Clubvlog raushauen können. Und ja, freut euch drauf.